Brief von Herrn Ralf Lückel, einem Kriegskamerad meines Großvaters an meine Großmutter. München, den 12. November 1948. Werte Frau Streitner, Ihrem Wunsch gemäß möchte ich Ihnen nun von Ihrem lieben Gatten Nikolaus, den ich als guten Kameraden kennen und schätzen gelernt habe, erzählen. Dass ich Ihnen nicht früher berichten konnte, rührt daher, dass ich erst im Januar dieses Jahres aus russischer Gefangenschaft nach München zurückgekommen bin. Ihr Gatte und ich haben uns kennengelernt, als wir im März 1944 an die Ostfront kamen. Und so war Nikolaus wieder einmal bei einer Gefechtsstaffel eingesetzt, die auf Mulis Munition transportierte. Es war am Rande eines Dorfes in der Tschechei. Ich weiß den Namen nicht mehr. Als die Staffel mit ihren Mulis lagerte, als ganz plötzlich ein Artilleriegeschoss einschlug und ehe die Leute Deckung fanden, ein paar Kameraden tödlich traf. Und unser Nikolaus war auch dabei. Er war sofort tot. Die Toten wurden gleich am Dorfrand begraben. Aus den zahlreichen Feldbuschbriefen, die mein Großvater während seiner Zeit als Frontsoldat nach Hause schrieb, kann man seine Gefühle und vor allem seine Sehnsüchte nach seinen Liebsten, an Zuhause und an die Zeit nach dem Kriege, egal wie er ausgeht, erkennen. Meine Mutter erstaunte am meisten, dass er sich noch ein zweites Kind gewünscht hatte, also ein Geschwisterchen. So grüße ich dich wieder einmal aus weiter Ferne. So enden die meisten Briefe. Aber das alles wird einmal vergessen sein, wenn ich wieder bei euch bin. So versuchten die Soldaten wohl mit den Strapazen an der Front klarzukommen.